Let's play South Park, The Fractured Butthole. Willkommen zurück und ich habe vergessen, was ich jetzt tue und so. Ich glaube, ich muss zurück zum... Was muss ich tun? Zum Kuhnversteck. Was haben wir da eigentlich noch so? Jetzt habe ich die Steuerung wieder vollkommen vergessen. Sie ist weg, für immer weg. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte Karre. Karre. Bam bam bam. Das kennen wir ja, das kann man nebenbei machen. Das mit den Bildern auch. Da oben hat sich momentan nichts getan. Als denn. Zum Kuhnversteck. Wohin des Wegs? Und können wir noch einen kurzen Abstecher zu mir nach Hause machen? Weil da blinkt die Truhe schon wieder, da kriegen wir offenbar schon wieder was. Bitteschön. Dankeschön. Hallo Neuer. Es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich bin Mr. Syndikatschef Obermotz. Und du furzt ständig meine besten Leute an. Sind wir zwei denn so verschieden? Wir wollen beide das Beste für die Stadt. Ich weiß, du hast sicher zu tun, aber komm doch mal auf einen Plausch bei mir vorbei. Ich bin bei den Sodo-Sopa-Ruinen. Mal ehrlich, was haben dir die Kuhn-Freunde schon zu bieten? Triff dich in Sodo-Sopa bei Steed. So, dann gucken wir mal, was ich da so kriege. Irgendwas stimmt nicht. Jetzt hat mir voll meine Anzeige, meine Grafikeinstellung versemmelt. Habe ich V-Sync oder sowas ein? Was soll der Shit jetzt? Warum auch immer, es zeigt mir nur 30 FPS an, das verstehe ich gerade nicht. Du scheiß dämliche Kuh! Schütt dich nur weiter mit Chardonnay zu! Ich muss saufen, um dich ertragen zu können. Dieses Marihuana verändert dich irgendwie. Aber wenigstens ist Marihuana natürlich, nicht so wie... Trauben. Du bist ja total high! Vielleicht, aber ich tratsch nicht überall die Geheimnisse von unserem Kind rum! Geh in dein Zimmer und sei da paranoid, Chris! Trink doch noch ein Glas, Kelly! Geh in dein Zimmer und sei da paranoid, Trink Chris! Noch! Ein Glas, Kelly! Oh, hey, Schatz. Daddy wollte gerade hoch in sein Zimmer gehen. Und Mami holt sich was zu trinken. Was für ein Geheimnis ging es denn jetzt wieder? Ich habe keinen Plan. Naja, gut, man merkt jetzt nicht unbedingt. War das schon immer 30 FPS? Ich weiß es nicht. Man merkt es ja jetzt nicht so extrem. Oder doch? Ja, okay. Nichts Tolles drin. So, ab ins Kuhn-Hauptquartier. Bin ja gespannt, wenn wir uns endlich mit der anderen Liga irgendwie vereinen. Oder ob es da dann auch wieder so kommt wie im Vorgänger, dass man sich entscheiden muss. Freedom Pals. Könnte ich auf dem Foto noch dämlicher aussehen? Halt, da geht's rein. Keine Mädchen erlaubt. Schon wieder das neues Passwort. Keine Mädchen erlaubt. Da ist ja auch Furzkiste. Komm, setz dich. Dein Profil ist immer noch kacke. Streng dich mal an. Kuhn-Freunde, dies sind düstere Zeiten. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die vermisste Katze Scrambles Teil einer Verschwörung ist. Wir wissen außerdem,
dass die scheiß Freedom Pearls mehr Infos über diese Verschwörung haben als wir. Fuck! Vielleicht sollten wir einfach aufgeben, Leute. Vielleicht haben die Freedom Pearls ein besseres Superhelden-Franchise als wir. Hey, was laberst du da, Mosquito? Die Freedom Pearls sind uns nur gerade eins voraus, weil sie verfickte Betrüger sind, die sich kaufen lassen. Aber die Freedom Pearls haben Dr. Timothy, der Gedanken lesen und die Realität verändern kann. Aber nur, weil er das gesagt hat. Beim Superkräfte-Ausdenken hat er gesagt, ich habe die Macht, fucking alles zu machen. Findest du das fair? Wir müssen ab jetzt genauso mies sein wie die. Wir müssen wissen, was die Freedom Pearls wissen. Und warum sollten die Freedom Pearls uns helfen? Wir schicken einen Spion. Jemand von uns, der so tut, als würde er zu den Freedom Pearls überlaufen. Jemanden, den sie nicht so gut kennen. Wunder Arsch tritt den Freedom Pearls bei und checkt mit ihnen dann das Gemeindezentrum aus. Hoffentlich ist er neu ein guter Lügner. Ihr Sicherheitssystem kannst du nicht austricksen. Die ändern jeden Tag den... Ich krieg Wunder Arsch da rein. Ich hab Hackerfähigkeiten. Ich bin ein Gadgetmeister und super mit Technik-Scheiß. Keine Chance. Du sagst das nur, um aus dem Knast zu kommen. Lass ihn raus. Wunder Arsch braucht ihn. Na gut. Bringt Wunder Arsch in die Basis der Freedom Pearls. Okay. Sollte er dir komisch kommen, töte ihn. Oh, habe ich jetzt Professor Chaos an meiner Seite? Mach ne Fliege! Gibt's da was Neue Neues? Neue Ware verfügbar im Kuhn-Store. Immer noch dasselbe. Nichts Besonderes. Danke für deinen Besuch des offiziellen Kuhn and Friends Store. Jederzeit. Wohin muss ich jetzt? Ah, Moment, das ist gleich nebenan, oder was? Unter empfohlener Machtstufe. Oh, okay. Das sollte ich also noch nicht machen. Ist zu schwer. Aber das ist auch zu schwer? Sonst habe ich doch gar nichts, was ich noch machen kann. Für eine Machtstufe 314. Oha. Ah, okay, das ändert sich ja dann gleich. Schauen wir mal, ob wir die anderen auch noch was machen können. Wahrscheinlich nicht. Ich denke, 80 ist da schon das Höchste, ne? Ja. Was? 110? Große Faust des Chaos. Okay, es ist nicht mehr unter unserer Machtstufe. Bereit mit mir die Freedom Pearls zu hintergehen? Gut, komm, ich muss noch meine Lakaien holen. Hereinspaziert in die Chaoskammer. Die Schrecken da drin wirst du nie mehr vergessen. Ach genau, da war zugesperrt, oder? Ich hab nicht aufgeräumt. Pass auf, wo du hintrittst. Nein, nein, nicht das Richtige. Was ist das? Nein, nein. Oh, na also. Mein Lakai. Na, bereit, ein paar Steuerkonsolen zu hacken? Okay, ab zur Basis der Freedom Pearls. Bartas, wo bist du gewesen, junger Mann? Oh, hey Dad, ich war nur mit meinem Homie hier unterwegs. Du bist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, dass wir kaum unseren Spielfilm genießen konnten. Mir leid, Dad. Mein Mann und ich wollten wirklich nicht. Komm mir ja nicht mit, tut mir leid. Und du, wer bist du überhaupt? Du musst was sagen. Kapierst du das nicht? Ich hab dich was gefragt. Wer bist du? Bitte. Bitte tu das nicht. Jetzt reicht's. Butters, du hast Hausarrest. Und das gilt auch für deinen Klugscheißer-Kumpel. Und so saß Professor Chaos für den Rest seiner Tage in einem... Oh, du kannst dir meine Sachen leihen als Teamkamerad. Fliegende Lokai. Aha. Ich hab den Hausarrest Blues. Ich glaube, ich geb mir den Schuss. Wenn du, mein neuer Homie, es nicht tust... Hm. Hausarrest Blues.
Okay, das haben wir dann. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Tut mir echt leid, dass wir hier festsitzen. Wie komme ich jetzt an die Rakete dran? Aha, Moment. Wahrscheinlich so. Hier noch aufmachen. Nein, aufmachen. Okay. Aufmachen. Das Wiener Rausmanifest. Nein, das wollte ich nicht. So, Crafting. So, wir haben den fliegenden Lakaien. Bringt nichts. Wenn ich Hausarrest habe, gibt es kein Entkommen. Und nu? Hey, was sollte das? Was sollen wir jetzt tun? T gedrückt. Ach so. Ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Was machst du da? Musst du vielleicht aufs Klo? Ich weiß nicht. Na gut, aber pass auf ihn auf. Oh, was? Yippie! Alter, dein Arsch hat ja echt was auf dem Kasten. Strike. So, jetzt können wir auch hacken. Voll gut. Haben wir hier alles mitgenommen? Natürlich den Monitor wieder einschalten. Aber das ist unmöglich. Ich hab dir Hausarrest erteilt. Wie kannst du da jetzt hier sein? Ich war das nicht, Dad. Das war der Neue. Du hast irgendwie die Fähigkeit, Hausarrest aufzuheben? Jeder, den du berührst, wird vom Hausarrest befreit? Deine böse Magie ist hier nicht willkommen, Finsterling. Hurrah! Butter's dead. Ja, das passt. Da bin ich ja mal gespannt, was Professor Chaos jetzt kann. Du hast Hausarrest! Deine Verbündeten können erst in den Kampf eingreifen, wenn du mit deiner Kraft ihren Hausarrest aufgehoben hast. Was? Die Kraft Hausarrest aufzuheben ersetzt in diesem Kampf deine ultimative Fähigkeit. Okay. LB. Ne, ja, oder? Ne, LB. Ist frei. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Je länger das dauert, desto mehr Jahre Hausarrest kriegst du. Ziemlich cooler Chaosblitz, ha? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht mit Energiestrahlen rumspielen? Das nenne ich Disziplin. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht mein mit Energiestrahlen gibt rumspielen? Ungestraft auf. Das gibt verschärften Hausarrest. Oh Mann. Oha. Los geht's, Furzlaut. Dad, wenn ich dir wehtue, dann nee, ist es Professor Chaos und nicht dein Sohn. Das war jetzt dumm von mir. Die falsche Taste gedrückt. Oh Mann. Du hältst dich wohl für besonders schlau. Nein, aber ich bin immer ein Professor. Der neue ist Hausarrestresistent. Es ist wie ein Wunder, Leute. Verdammt! Das war nochmal falsch. Verdammt!
Macht euch auf Schmerz gefasst! Falsche Taste gedrückt. Chaos! So, LB. Ja, kein Hausarrest mehr. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Das macht mich nur noch wütender auf Butters. Na, verflixt. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Was ist das? Verwirrt und schockt deinen Gegner. Voll geil. Ziemlich schockierend, was, Herr? Butters, du vergeudest Strom. Du hast Hausarrest. Ah, okay. Also, ich bin immer immun gegen Hausarrest. Alles klar. Bist du jetzt bereit, Anstand zu lernen? Euch gebe ich Hausarrest. Wie oft denn wir? Tja, es wäre echt schön, euer Freund zu sein, Leute. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Ja, kein Hausarrest mehr. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Das könnte brennen. Es reicht, du hast Hausarrest! Oh! Verdammt. Oh oh. Das sollte dir Manieren einbläuen. Euch gebe ich Hausarrest, euch allen! Tja, es wäre echt schön, euer Freund zu sein, Leute. Auf sie, Wunderarsch! Shit. Oh, nur so wenig, verdammt. Oh ja, gefällt dir das, Freundchen? So fühlt sich Disziplin an. Ich könnte schwören, ich wollte gerade... Versau das nicht, Blödsack. Hallo! Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Bereit, Gas zu geben. Es ist einfach so gut gemacht. Ich liebe diese Superattacken. Aber die von ihm ist echt ziemlich stark. 3x100 Schaden. Schon krass. Ne? Jetzt gibt's Hausarrest. Oh, Hamburger! Oh, oh. Der Hausarrest bleibt! Du spielst mit Feuer, dafür gibt's Hausarrest! Ja, kein Hausarrest mehr! Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben! Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! Butters, das ist deine Schuld. Tut mir leid, Ed. Das ist meine saubere Prügelstrafe. Oh Mann, ich hab doch gedrückt. Denk mal über dein Benehmen nach. Oh Mann, Leute. Verdammt. Ich brauch sowas richtig Krasses zum Heilen. 80, 200. Muss mir da neues Zeug bauen, hey. Hat jemand von euch geflucht? Hausarrest! Nein, sowas würden wir nie tun. Ich
Ich könnte schwören, ich wollte gar... Ja, kein Hausarrest mehr. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Du bist das Krebsgeschwür. Ich bin der Kuhn. Ja! Das werden deine Eltern erfahren. Euch gebe ich Hausarrest, euch allen. Oh, Hamburger. Au. Eine Konterbrutalisierung. Ach, die Ult von ihm kann ich gar nicht einsetzen. Verdammte Axt. Willkommen in Coontown. Reicht nicht ganz, aber trotzdem. Naja, machen wir es mal. Du hast vielleicht Nerven, Kind. Alter, du stirbst da draußen. Denk mal über dein Benehmen nach. Verfickte Scheiße. Viel hat er doch schon nicht mehr, oder? Schaffe ich das mit dem einen Angriff? Yes! Ein super Sieg! Verdammt, du hast lebenslang Hausarrest! Hab ich, aber es fühlt sich gar nicht so an. Hey Leute, ich hab keinen Hausarrest, ich bin hausarrestresistent! Nein! Voll cooler Kampf. Ich muss verschwinden, bevor mein Dad zu sich kommt. So, was ist davon? Puh, wir müssen jetzt die Basis der Freedom Pals infiltrieren. Komm zur Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Professor Chaos freigeschaltet. Voll gut.